Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und heute haben wir tatsächlich eine November-Box und zwar die Z-Box von Zavi. Und ja Freunde, was soll ich euch sagen? Sie ist relativ klein oder niedlich. Sie hat... Am meisten ist es doppelt so groß. Ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist. Deswegen wäre ich dafür, wir packen es einfach mal aus. Und wenn ich so überlege, da sind mehrere Artikel drin und ein T-Shirt. Das ist relativ eng. Und ich gehe mal auch nicht davon aus, dass wir diesmal eine Figur drin. Entschuldigung, eine Figur drin haben. Denn so richtig passt da eigentlich keine rein. Wenn ich so an die Figuren denke von Guardians of the Galaxy, die wir als in der Zavi-Box drin hatten, oder sagen wir mal die Star Trek-Raumschiffe, da passt nicht viel rein in die Box. Ich bin gespannt, wir machen sie auf. Und das erste, was wir rausholen, oben drauf liegt das T-Shirt, das ist schon mal sehr gut. Was haben wir für ein T-Shirt? Wir haben ein T-Shirt von Jurassic World. Und zwar sieht das Ganze so aus. Finde ich ein richtig cooles Motiv. Es ist auch ein original lizenziertes Produkt. Ich probiere das gleich mal an. Und ich mache natürlich erstmal das Schildchen hier ab. Und ich merke gerade, das sind noch solche leichten weißen wie Schnee, wie so Zuckerkörner drauf. Ich denke mal, dass das von dem Druck herkommt. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Ich probiere das T-Shirt an und dann sehen wir, wie es aussieht. Bis gleich. So, Freunde, das ist das T-Shirt. Ich finde es richtig cool. Weil von Jurassic Park oder Jurassic World haben wir bisher noch gar nichts gehabt. Entschuldigung. Und ja, auch vom Motiv her ist es schön. Es ist halt schön. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und falls ihr auch so eine Box wollt, ganz wichtig, ich habe unten in der Beschreibung im Video sämtliche Infos und Links zu Zavi drin. Da kriegt ihr sogar über meinen Link einen kleinen Rabatt und ich kriege natürlich auch ein bisschen was gut geschrieben. Würde mich freuen, wenn ihr da auf die Seite geht und mal drauf schaut. Die Box ist dafür, dass sie, wie sage ich das, aus dem Ausland kommt. Relativ günstig mit 20 Euro rund. Und von den Artikeln war bisher immer richtig gut drin. Und ist eine Box, die mir auf jeden Fall persönlich gefällt. Besser wie manche andere Boxen. Wir machen weiter. Denn den nächsten Artikel, den wir rausholen. Die Preise. Ihr kennt das, einmal hier unten und hier an der Seite findet ihr den Artikel nochmal. Wir machen weiter, den nächsten Artikel dann mal rausholen. Es ist was Ingepacktes. Wir haben eine Sammelmünze, ein Medaillon von Back to the Future. Ich mache ihn einfach mal auf. Dann schauen wir da mal rein. Ich finde die Münze oder das Medaillon jetzt schon cool. Weil da der DeLorean drauf ist. Und wir haben auch relativ wenig von Back to the Future an Artikeln drin in den Boxen. Entschuldigung, ich habe gerade eben eine Pizza zum Abendbrot gegessen und wir hängen da noch so ein paar Pizzabrötchen irgendwo fest. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier immer das Medaillon, vorne mit dem DeLorean und hinten natürlich nochmal mit der Aufschrift drauf des Films. Und leider in Gold gehalten. Ich gehe mal kurz was trinken, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung.
Ja, leider in Gold gehalten, ist jetzt nicht unbedingt so eine Farbe, die bei mir passig ist. Nichtsdestotrotz werde ich die auf jeden Fall behalten, weil ich bin Fan von den Filmen und auch als Artikel finde ich die schon richtig cool, die Medaille. Und auch die Verpackung ist natürlich schön gestaltet. Wir machen weiter. Den nächsten Artikel werden wir rausholen. Okay, ich fühle sowas. Da komme ich jetzt hier dran. Doof. Es scheint ein Auto drin zu sein. Wir haben da schon mal von Batman solche Autos bekommen, die jetzt auch hier. Nee, nicht da. Nein, stehen hinten bei Batman irgendwo dabei. Diese Fahrzeugmodelle mit diesem Hintergrund. Das fühlt sich hier fast so an. Wir haben aber hier noch einen anderen Artikel und wir haben hier von Harry Potter noch eine Art Medaille. Und die gefällt mir ein bisschen besser, weil die ist in Silber. Das passt bei mir besser hin. Auch die mache ich mal auf, denn ich will natürlich sehen, was drin ist. Was auf der Medaille drauf ist. Das ist so ein bisschen nervig, dass diese Folien immer so ein bisschen antistatisch geladen sind und dann kleben die immer hier an den Fingern. Ich hasse das, weil das wirklich relativ nervig ist. Wenn man dann ständig so schnippen muss. Und die Medaille ist in demselben Stil, hat auch so ziemlich die gleiche Verpackung wie die Zurück in die Zukunft Medaille. Die hängt ein bisschen fester drin. Gut, man kann natürlich die andere Seite aufmachen und dann natürlich hier drücken. Das sollte normalerweise funktionieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, wir haben hier auch relativ schwer, also richtig gut gearbeitet. Und zwar ist das ein Fahrticket. Also dieser Bahnhof. Ein Ticket für den Zug, so ganz einfach gesagt. Und zwar von London nach Hogwarts. Und ihr seht ja hier oben die Nummer 137. Nein, 1257. Ne, 257. Ich finde die Medaille richtig, richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich in der Form nicht gehabt und die wiegt wirklich einiges. Werde ich definitiv auch behalten. Tut mir leid, wenig für euch dabei, falls ich irgendwann mal die Verlosung mache und meine Abozahl bei 250 liegt. Deshalb, Freunde, immer fleißig abonnieren. Ganz wichtig. Ist kostenlos, kostet euch nichts und ihr werdet immer über die neuesten Videos, die ich hochlade, auch natürlich informiert über YouTube. Und wir machen weiter und wir haben jetzt den letzten Artikel. Den letzten Artikel? Wahrscheinlich den letzten Artikel. Und ja, wir haben ein Batmobil. Und zwar in Blau gehalten. Und zwar ist das von Dark Knight, die Nummer 80. So schaut das Ganze aus. Hat so einen 3D-Hintergrund. Also so einen Lentikular-Hintergrund. Und ja, da haben wir schon mehrere von. Da haben wir schon mehrere von den Fahrzeugen. Ich werde den jetzt mal zulassen. Die sind ja alle in so einer Vitrine drin, was ich richtig cool finde.
weil sie dann natürlich auch ein bisschen durch Staub geschützt sind. Deswegen ist das auch so ein Artikel, den wir gerne mal öffnen können und natürlich hinstellen können, sofern wir den denn aufkriegen. Und bist du nicht wenigstens so brauchst Gewalt? So wird nicht sein, irgendwie. Oh, komm jetzt. So, geht doch mit dir. So, Freunde, das ist das Fahrzeug. Spiegelt jetzt ein bisschen. Aber finde ich auch richtig cool. Wie gesagt, wir haben ja schon mehrere Modelle von denen. Und der gefällt mir wirklich gut. Ich würde ihn gerne rausnehmen, aber die sind natürlich unten etwas verschraubt. Deswegen geht das schlecht und natürlich ist sie ja auch verklebt, dass man die nicht aufmachen kann. Oder beziehungsweise die Klebe dann abreißen muss. Ja, schöne Box bis jetzt. Was haben wir noch? Wir haben Luft. Denn die Box ist leer. Wie gesagt, war diesmal eine relativ kleine Box, aber von den Artikeln bin ich voll zufrieden für das, was man dafür bezahlt. Ich freue mich. Es ist alles, was ich behalten kann und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Box meint. Wäre auch cool, wenn ihr mal sagt oder wenn ihr auf die Seite geht und da mal schaut, die haben auch DVDs, Blu-rays, alles Mögliche drin, das man bestellen kann. Schaut einfach mal vorbei. Die Links, wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung. Den Gesamtwert der Box ermittle ich jetzt erstmal, denn ich habe noch keine Ahnung, was wir hier für einen Wert haben. Da muss ich jetzt erstmal richtig googeln. Ihr wisst es inzwischen, denn das Video ist hiermit beendet und ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Unboxing oder beim nächsten Display, was ich hochlade. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut, ciao. Und danke fürs Zuschauen.